Nein, das sind keine Bilder eines Popstar-Konzerts, das sind Aufnahmen vom Bixenball in Essenbach. Über 1000 Karten gingen bereits im Vorverkauf weg. Uns ist eine Veranstaltung einfach abgegangen, sage ich mal, die diesen Charakter hat, wie den wir hier heute sehen, nämlich eine richtige Faschingsparty mit einer stimmungsvollen Band, die eben außer guter Musik eben auch noch eine richtige Show und Stimmung in die Halle bringt. Und mit Shark ist uns das wahrscheinlich auch gelungen, sage ich mal. Und mir ist sowas eigentlich immer abgegangen. Es gibt viele kleinere Faschingsveranstaltungen und auch viele Schwarz-Weiß-Bälle. Aber ich wollte etwas maskiert haben, was halt wirklich größere Dimensionen einnimmt. Und das ist wirklich gut gelungen. Die schon angesprochene Partyband sorgte mit wechselnden Kostümen und Sängern auf der Bühne für ein stundenlanges Faschingsvergnügen. Uns macht es wahnsinnig viel Spaß und wir sind jetzt keine Band, die jetzt hier irgendwas Galamäßiges oder so aufführen möchten, sondern wir möchten mit den Leuten, die hier sind, eine wahnsinnig gute Party feiern, dass die Leute wahnsinnig unterhalten sind und mit uns Spaß haben. Also wir wollen gemeinsam mit den Leuten zusammen Spaß haben. Damit bei dem ganzen Feiern und Trinken die Sicherheit nicht zu kurz kommt, haben die Veranstalter vorgesorgt und die Präventionsexperten von der Polizei eingeladen. Es geht zum Beispiel um Fahranfänger. Die sind uns einfach wichtig, weil Fahranfänger ja, risikoreicher unterwegs sind, einfach diese Erfahrungen noch nicht haben. Und da geht es einfach nur um ein bisschen Information. Don't drink and drive also. Das heißt, die Autofahrer sollten sich von den Bars, insbesondere dieser hier, fernhalten. Bei uns gibt es nur Shots, kurze Feigling, Jägermeister, sowas. Zeit für eine Umfrage, Stimmungs- und Kostümcheck. Isa TV war ja auf der Suche nach der besten Verkleidung. Auf den Gewinner wartete ein Therme-Erding-Tagesticket für 2 Personen, zum Ausnüchtern sozusagen. Wir wollten die 7 Zwerge machen, aber einer ist ausgefallen, jetzt sind wir nur 6 Zwerge und Schneewittchen ist tanzt gerade. Mit der Hexe. Wir zwei sind eigentlich jetzt heute schon unterwegs als Frauen und die ist ja heute auch wieder. Und dann lassen wir uns immer was Neues einfallen. Wir sind die Mongolen. Machen wir zu dritt oder warum? Ja, warum denn nicht? Macht doch mehr Spaß. Wem ist es eingefallen? Ihr, sie war im Urlaub, sie hat es mitgebracht. Wir waren in Thailand und auf einmal ist eine Verkäuferin in diesen Hütten aufgetaucht. Habe auch nicht einmal die Idee gehabt. Aber nicht einmal, es ist keine Verkleidung, sondern es ist wirklich ein tatsächlich echt Urlaubskauf. Und gleich mitgedacht an ein Fasching. Supergeil, supergeil. Hallo! Juhu! Party all night long! Ah, ich sehe schon, du bist eine gute Laune, Bär. Ja, freilich, ich bin ein Glücksbärchen, pass auf. Glücksbär, los! Pass auf, ich komm runter. Ich hab den Schwanzerlwagen, was ist schick, voll geil, oder? Ist das geil, Alter? Um kurz vor Mitternacht war es dann soweit. Die Nominierten für die Abstimmung zum besten Kostüm standen fest. Die Popcorn-Bande mit Verkäufer. Eine Badeente. Zeus und Aphrodite aus der Aldi-Werbung. Venezianische Maskenträgerinnen. Und G.I. Joe. Zusammen mit Shark-Sängerin TJ waren ISA-TV-Moderatorin Verena Meyer und Marketingkollegin Katrin Wagner dann auf der Suche nach dem Sieger. Entscheidend war der größte Zuschauerapplaus. Am Ende machte das Popcorn-Team das Rennen. Wer hatte die Idee jetzt für euer tolles Kostüm? Ja, ich war's. Ich hab's im Internet gesehen. Okay, super. Dann darf ich dir auch gleich hier die Karten überreichen. Wie gesagt, 2 Tageskarten für die Therme Erding. Dann gutes Losglück sozusagen und danke nochmal an alle, die mitgemacht haben. Dankeschön! Auch nach der Verlosung wurde noch gut 2 Stunden lang gefeiert. Dem 2. Bixenball in Essenbach sollte 2018 also nichts im Weg stehen.